YouTube-Zeichen. Nach dem Sub und überhaupt geht's weiter. Dankeschön. Gut, ja, porten wir uns zurück und gucken uns mal an und um, ob da hinter diesen Türchen Vorzimmer des alten Königs. Klingt gut. Tony Wrestling. Kauf dir eine Cola. Vielen Dank für die abendliche Unterhaltung seit knapp einer Woche. Mach ich, mein Lieber. Danke für die Unterstützung. Freut mich, dass es dir gefällt. Würde mich natürlich freuen, dich häufiger zu sehen. Auch vielleicht dann bei anderen Spielen. Wir hatten erstmal eine ganze Zeit noch Dark Souls, aber dann kommt auch irgendwann wieder was anderes. Dankeschön! Oh Mann. Bin ich hier richtig? Nee, hier bin ich falsch. Ah. Sollte nach den Bildern gehen und nicht nach den Namen. Hier will ich gar nicht sein. Ich glaube, da will ich sein. Mit dem kurzen Weg zum König. Ach, ich sollte mir die Namen mal merken. Erster Sub. Hab dich zwar seit Monaten gefollowt, aber nie so die Streams verfolgt, was ein Fehler war. Super nice hier. Danke, Flo, für die Unterstützung, Mann. Das hilft ungemein. Ich hoffe, du hast weiterhin hier viel Spaß. Ja, ausschließlich Dark Souls spiele ich halt nicht. Nicht mehr, das hatte ich ja früher. Aber mittlerweile stream ich ja quasi alles, was mich mehr oder minder interessiert. Und das ist fast alles. Also was noch auf der Liste steht von Spielen, die noch kommen. Ich habe noch nie Halo gespielt, die komplette Halo-Reihe. Die Gears of War-Reihe. Dann kommt jetzt Uncharted 3, müssen wir noch spielen. 1 und 2 haben wir ja schon. Dann kommt 4. Mafia 3. Deus Ex, das neue, was kommt. Um mal ein paar Titel zu nennen, was alles noch dieses Jahr auf uns wartet. Also eine ganze Menge. Wird nicht langweilig. Das letzte ist in Wirklichkeit der dritte, den ich gesubbt habe. Die ersten beiden spielen nur Dark Souls, Kuribo. Aber ein Glück, dass hier das Ding nicht mehr knattert. Gott sei Dank. Ja, ich bin gespannt auf Mafia 3. Also der Trailer, den ich gesehen habe, der sah wirklich aus wie GTA, so ein bisschen. Wobei, wenn ich da zu viel Auto fahren muss, kriege ich schon Angst. Boss Time? Hier unten in dem Knattergebiet? Ja, ich habe keine Ahnung. Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen vielleicht gegen einen Boss in die Schlacht. Und gucken mal rein. Nein, keine Boss Time. Sieht auch nicht nach Bossraum aus. Muss aber Boss-Time sein, weil hier zu ist. Also irgendwas muss ich jetzt erstmal wahrscheinlich triggern. Warte mal. Was bist du denn für ein Klotz? Achso, ich glaube, das könnte hier so ein Dämonen-Moped sein, von dem wir schon drei abgeschlachtet haben. Jetzt mal als richtiger Boss quasi. So ein Taurus-Dämon... Weißt du schon, Asylverschnitt. Was habe ich denn an Ring an? Löwen, Hohepriester. Ja, passt eigentlich. 10 Estus, das sieht gut aus. Ja gut, gucken wir uns mal um. Okay, hier ist Wasser. Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie die Mechanik übernommen haben aus DS2. Wenn man im Wasser ist, dass man dann halt nass ist und weniger Schaden kriegt. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Safe Spot, wenn man sich da reinglitschen könnte. Hier liegt schon wieder so ein Capra-Demon. Capra-Demon. Bester sei gegrüßt. Ja, es ist halt ziemlich riesig für einen Bossraum. Plus du hast halt hier diese Klumpen, wo du dich verstecken kannst.
Vielleicht ist hier einfach der Dämonenabfalllager. Dämonen, hier werden immer neue produziert, ich weiß es nicht. Ja, okay. Okay. Ich hab's getriggert. Ich hab's getriggert. Boss Time in. Ist es ein Boss? Ja, doch. Alter Dämonen-King. Ach so, du machst Feuer. Und auch weit. Verstehe. Ich muss mal schon mal die erste Essence nehmen. So. Was machst du denn? Feuer. Ja, dann finde ich ungut. Okay, also so ein halber Raum. Oh, Alter, was? Er stampft. Und macht gut AE-Schaden. So. Wie erkenne ich, wann der Feuer schwuckt? So, er geht nach oben und spuckt dann Feuer. Okay, verstehe ich. Dann macht er das. Darf nur nicht vom Feuer getroffen werden. Das ist, glaube ich, im Moment so die einzige Schwierigkeit. Okay. Plus, dass ich jetzt festhänge und jetzt im Feuer geröstet werde. Estus. 8 habe ich noch. 8 Estus habe ich noch. Ah, der steht hier dumm an der Kante. Gefällt mir gar nicht gut. Okay. Der Hit ist okay. Den take ich. I take it like a man. So, jetzt macht er wieder Rotze, Rotze. Eventuell, wenn ich da näher dran wäre und nach hinten könnte, könnte ich in der Phase komplett Schaden machen. Oh, was macht er jetzt? Das war neu. Er stampft auch noch so ein bisschen auf den Boden. Aua. Oh, was macht er jetzt? Feuerkranz! Estus. 7 Estus noch. Feuriger Dude. Na, jetzt steh ich scheiße. Muss nochmal. Und ich sag's noch. 6 Estus. Oh, da komme ich nicht dran, da war ich außer Reichweite. Oh, ich rolle falsch. Orientierung verloren. Oh, er macht. Oh, Meteorkomet. Der ist neu. Der ist neu. Er hat irgendwie eine neue Phase getriggert. Alter! Davon möchte ich nicht getroffen werden. Ich glaube, ich kann eigentlich das Schwert fast zweihändig nehmen. Wieder der Feuerkranz. Nein, 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 ich will. Ich kenne dein Moveset. Ich habe dein Moveset gelesen. Mach hin. Mach dein Feuerding. Make your. Ne, nein, ich will. Jetzt kommt wieder die Meteorwelt, fällt runter. Was soll er mal machen? So, machst jetzt wieder Feuer. Nee.
Oh, kacke. Das war ein bisschen weiter, oder? Ich hab's falsch eingeschätzt. Ich nehme Lannisters, hab noch 5. Oh, ich hing hier an dem Obstacle. Oh, kurz noch aus dem Feuerkranz rausgekommen. 5 Estos, wie gesagt, Freunde, habe ich noch. Alles bis jetzt noch machbar, wenn er mich nicht one-hittet. Kann passieren. Ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Achso, er ruft wieder sein Lava-Ding, glaube ich, sein Meteor. Lava-Meteor. Ich glaube, er will in den Nahkampf, so wie er hinter mir hercharge. Ja, ja, klar, das war klar. Ich hätte gern nochmal, dass er Feuer castet. Dankeschön. Ja, da kenne ich dann ungefähr das Movement danach. Was macht er? Er macht gar nichts. Estos, do you eat it? Dankeschön. First try, first try. First try is first try. Bleibt first try. Alter. Da hat er mir zum Schluss, ich weiß nicht woher, noch gut einen eingeschenkt. Holy fucking moly. Was ein Hit and Run, Boss. Und ich sage wie immer an dieser Stelle, hell fucking yeah. Alter Schwede. Ja, das war mal schon ein bisschen mehr am Boss. Alter Vater, Mann. Gerade weil er halt mit dieser Feueraura gut gespielt hat. Also sowohl Nahkampf als auch Fernkampf. Der hat mich so ein bisschen vom Kampfstil an Samsei Cosm erinnert. Die Nachgeburt von Cosm. Du musstest in den Nahkampf, du musstest wieder raus. Du konntest nicht komplett Close Range bleiben, sondern musstest halt auch definitiv nochmal in den Range Combat. Ich glaube tatsächlich, dass man den sogar eventuell mit dem Bogen schießen könnte, weil die Lock-Range war extrem hoch, mit extrem viel Pfeilen und Bogen. Wäre die Alternative gewesen. Und Dankeschön für die GGs. Alter Schwede. Das Spiel ist nicht gut für mein Herz. Weiß ich nicht, wo der Puls war. Keine Ahnung. Jetzt ist er noch bei 112, 109. Ich weiß nicht, wo er im Try war. Keine Ahnung. Ich konnte nicht gucken. Puh. So, wer hat die Wetten gewonnen? Ich sehe, hier wurde gewettet. Oh mein Gott. Ja, wobei komplett Close Range, wie soll das funktionieren? Der castet doch diese Aura, die von innen nach außen geht. Okay, vielleicht kannst du durchdodgen. Und der castet diesen Feuerregen auf sich. Da muss er auch dodgen. Und ich glaube, dieser eine Stomp, wenn er das Ding in den Boden schlägt und rauszieht, ist auch, auch eine AOE-Explosion. Also wie gesagt, komplett dodgen ist, glaube ich, richtig schwierig. Dutz. Ja, es ist immer ein bisschen verzögert, Blackbot. Also, wie gesagt, er muss es ja auch erst messen. Das Adrenalin kommt bei mir dann zum Schluss. Wenn ich ihn dann auch ganz kurz vorm Kill habe und dann kille, da geht tatsächlich auch gefühlt mein Adrenalin hoch. Und dann noch 1-2 Sekunden später misst er das. Von daher, wenn es am Ende tatsächlich am höchsten war, das sollte stimmen. Das sollte stimmen. Wow, Hilfe. Ah. So. Dutz für Dutzgerät. Und, ja, nichts anderes hier, wa? Ist ja einfach nur, dann noch ein Schuss an Isata. Ciao. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe nicht mitbekommen, worum es geht. Dann war das wahrscheinlich ein optionaler Boss. Weil hier haben wir jetzt nichts bekommen. Oder ich hab's übersehen. Ich guck nochmal. Irgendwer.
irgendwelche Key-Items? Nein. Höchstens eine Seele. Vom alten Eisenknecht. Die Seele des alten Dämonenkönigs, eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Die runzlige alte Dämonen... was? Der runzlige alte Dämonenkönig gleicht nun einem Klumpen verbrannter Asche, doch er ist in der letzten lebenden Zeuge. Ich kann schon nicht mehr lesen, Adrenalin gerade zu hoch, doch er ist der letzte lebende Zeuge des Chaos von Izalith. Okay, also war es hier optional. Also quasi das komplette Gebiet hier unten am Aschesee ist mehr oder, wie heißt der, Schwabbersee, Schwabbelsee, ist dann dementsprechend mehr oder minder optional. Du hast hier die Story von Ari, die halt weitergeführt wird und ein paar Items, aber der Rest war optional. Na gut, die ersten großen Titanitscherben haben wir hier mehr oder minder gekriegt, also nicht ganz useless, aber optional. Also quasi any person wird es kein Speedrunner wahrscheinlich mitnehmen. Gut, Dutz und Leveln. Reise. Feuermannschrein. Scirocco, nee, noch nicht, weil ich die Items noch nicht gut kenne. Da müsste ich mir nochmal alle Items angucken, wo sie liegen. Halt relativ zügig halt ein gutes Schild bekommen und eine relativ gute Waffe. Waffe wüsste ich wo, Schild wüsste ich ad hoc nicht wo. Und dann halt die erste Rüstung. Und dann so leveln, wie du halt spielen willst. Also ja, natürlich, Bettler ist sozusagen das Schwierigste, weil du halt mit nichts anfängst. Gab nur Seele. So, dann können wir aber zumindest nochmal ein Level leveln. Ufsteige! So. Zwei Bosse heute. Wo der dritte ist, ja doch, den dritten haben wir eventuell schon gesehen. Zumindest die Nebeltür. Ich weiß noch nicht, wie ich zu dieser Nebeltür hinkomme in der gemalten Welt. Aber gesehen haben wir sie. So, was gibt der Typ? Rudiment des Chaosbetts. Und Großhammer des alten Königs. Okay. Treat the Firekeeper not with. Ah. Zwei Bosse, ich bin überfordert. Achso, ja, Moment, ich pass mal eben. Ich weiß nicht, ob sie Mods gemacht haben. Ich sehe es nicht, ich mach's selber eben. 6, 7, 8. Ich mach's eben selber. Eventuell das Buboard-Command anpassen. Update. So, Titel ist geupdatet. Sonst mache ich das Buboard-Command nachher. Sonst ist nichts Spannendes passiert. Ach doch, wir können mal gucken, ob Greyrat wieder da ist. Den haben wir ja auf Reisen geschickt. Ja, die haben Bed of Chaos mit Chaos Bed übersetzt. Kuribo. Greyrat ist wieder da oder war er noch gar nicht weg? Oh, then we're both safe and sound. Thank the gods for that. I don't like getting things so close. I might have died, if it wasn't for that peculiar onion night. Sehr nice. But in the end, it all paid off. Take a good look. They're sure to be of some use. Neue Items! Neue Items! Hype! Was war bisher dein Lieblingsgebiet? Boah, schwer zu sagen. Also, eigentlich alle Gebiete waren geil, außer das Anfangsgebiet, muss ich sagen. Alles. Ich muss sagen, weil ich das Anfangsgebiet wahrscheinlich schon im Stresstest gespielt habe, hat es mich nicht gehypt. Alles, was danach kam, fand ich gut. Beim Anfang hatte ich so ein Gefühl, was, ja, eben noch nicht so ein Hype-Gefühl. Was jetzt mein Lieblingsgebiet ist, halt die gemalte Welt, würde ich sagen. Die finde ich optisch ziemlich geil. So, gucken wir mal eben durch. Oh, hier, drei Funkeltitanit und drei Titanitschuppen. Die sind neu. Kerzenhalter der Gelehrten, der ist, glaube ich, auch neu. Großschwert des Lothric-Ritters, das ist, glaube ich, auch neu. Und macht Blitzschaden. 131, 52, 87 Blitz, 24 Stärke.
Das Ultra-Großschwert der ehrwürdigen Ritter von Lothric ist von der Kraft der Blitze erfüllt, dem Zeichen der Drachenjagd. In der Geschichte der Ritter von Lothric gab es nicht viele mit genug Kraft und geschicktes Führen dieser Waffe. Ah, sieht interessant aus, aber wahrscheinlich wird's mit Twinkling Titanite aufgewertet. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Gerade, weil halt schon Blitz drauf ist. Ist, glaube ich, die erste Blitzwaffe, die wir sehen. Was weiß ich, Talvian? Wie heißt denn hier die gemalte Welt hier? Das, Illitilli von Schnubbeliwupp. Keine Ahnung, Ilteril. Weißt du schon. Mann! Weiß ich doch nicht, wie das heißt. Muss mich da erst dran gewöhnen. Ich hab's nicht so mit Namen. Was meinst du, warum alles Moped heißt? Langspeer der Lothric-Ritter. Und ein Perry-Schild wollte ich mir auch mal mitnehmen. Ich glaube, da habe ich auch noch keins. Warte mal. Ich habe noch genug Kohle, ne? Dann nehme ich das einmal mit. Und das auch. Oh. Drachentöter-Großpfeile gibt's auch noch. 500 ein Stück. Holy moly. Und Mondlichtpfeile. Und Blitzpfeile. Oh Gott, ich muss seelenwarm. Blitzbolzen. Ja, nettes Zeug. Nettes Zeug dabei. Goodbye. Was ich nämlich testen wollte, ob das Parry-Schild einen anderen Parry-Frame hat. Also klar, das sehe ich jetzt nicht, aber ob es zumindest eine andere Animation halt hat, als ein herkömmliches Schild. Warte mal. Okay. Und ein Parry-Schild. Ja, das hat wieder einen anderen... Ich denke, das wird wieder einen anderen Parry-Frame haben. Dementsprechend werde ich mir definitiv eins dieser Schilder für PvP eventuell auch noch hochrüsten. Wenn ich mal ein bisschen Parry geübt habe. Im Moment klappt das ja noch nicht wirklich geil. Achso, der wollte gar nicht das Schild haben. Das ist das Schild, das hätte ich ja gar nicht kaufen müssen für die Questline. Das habe ich behalten, wie ich gerade sehe. Das Spielschild, das hatte ich auch gekauft. Für die Sigi die Quest. Der wollte das aber gar nicht. Oh ne, Moment. Ich habe hier tatsächlich einen Silberritter und einen Silberritter-Schwarzschild. Das sind ja zwei verschiedene, sehe ich gerade. Ich hatte das die ganze Zeit getragen und das ist sogar noch besser. Schild des schwarzen Ritters. Ne, Quatsch, ich hatte das getragen. Nevermind, also das Silberritterschild ist nicht so geil. Genau, das war das mit der Stance. Irritil of the Boreal Valley. Whatever. Whatever. Was bringt es, ein Parry-Schild aufzuwerten? Das Ding hat irgendwie 60-70% Block nur physisch. Du kriegst die Blockzahl ein bisschen höher. Slash eigentlich Vollzeit-Streamer? Nein, Blackbot, ich bin, Redakteur. Stream ist Hobby. Der will ihn immer noch nicht? Ach, Quelana! Ja klar, Quelana. Ah, what have we here? By the gods, this inscription reads... Das wäre Spoiler-Anteil, wenn bitte noch nicht. The ancient deity, one of the witches of Izalith. The last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. If only I were a woman. Huh. So, Pyromantien erlernen. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Schlimm. Nicht neu, nicht neu. Starke Schwitzen, das ist, glaube ich, neu. Beziehungsweise, das wäre eventuell sogar interessant, gerade mit Verwendung des Rings. Die Frage ist, ob der stackt. Aber was habe ich denn jetzt Neues bekommen? Ich kriege hier irgendwelche Sachen, die irgendwie völlig kacke sind. Also nichts Geiles. Und den will er immer noch nicht. Hä?
Nee, den wollte er auch nicht. Ah, what have we? By the gods, the last of them. But I regret to say, I cannot Quelana's pyromancies are for witch, but if only I will... Nee, also es muss noch einen zweiten Pyromantielehrer geben, den wir noch nicht gefunden haben. Weil das ist ja anscheinend der Amateur der Herzen, der will nicht mehr mit uns. Nee, ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Da liegt Zweig tatsächlich richtig. Ich überlege gerade, aber wir hatten doch sonst keinen zweiten Romantikmann. Du? Back again, I suppose. Nein, du kannst nur Zaubereien. Come again. Grey Red kann nix. Irgendwann muss ich ja mal den Chat lesen. Was so, sagst du eigentlich was Neues? You oft the Lords of Cinder, the Undead Legion. So that's how they're delivered to their thrones. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Blackboard. Danke für die Worte und Gruß quasi an Dizzy oder Dizzy Community quasi. Oh Mann. Ah, I failed to thank you for helping them find their final resting place. Farons Ring. Okay. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? I pity the sorry souls. Eichi, komm gut ins Bett. I pity. Ja gut, okay. Ich überlege gerade, also wir haben noch keine Frau Pyromanin irgendwie gesehen. An Frauen mit Brüsten im Spiel hätte ich mich erinnert, glaube ich. Erstmal gucken wir uns den Ring an. Pharons Ring. Wie sah der denn aus? Verringert Verbrauch von Fähigkeiten, Fertigkeiten, Punkte. Dieser Ring wird Mitgliedern von Pharons und Legion verliehen. Er reduziert den Verbrauch von Fähigkeiten, Fokuspunkten. Die Jagden der Wächter des Abgrunds verlangten eine Schwertechnik der ganz besonderen Art und Wolfsblut gab ihnen genau, was sie brauchten. Dieser Ring verstärkt den Effekt noch weiter. Na gut, dafür nutze ich es im Moment zu wenig. Den Turmschlüssel habe ich schon gekauft, ja, da waren wir auch schon. Und hier oben ist sonst nichts gewesen. Ja, wir können hier draußen nochmal gucken. Ob mittlerweile noch so ein Riesenbaum-Moped. Nee, ist noch nicht wieder gefallen. Einen habe ich ja noch im Inventar. Nee, ich überlege gerade. Wir hatten bis jetzt keinen zweiten Pyromanen-Menschen. Und bis jetzt habe ich mich überall umgesehen. Ich denke mal, der wird eventuell noch kommen. Oder ich habe ihn übersehen. Das kann auch sein. Bitte nicht spoilern. Dann finden wir den halt erst in der Spoiler-Runde. Das kann alles sein. Ja, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit. Aber hier ist auch jetzt sonst nichts. Nee, da war nur Yuria. Wobei, wir könnten nochmal mit der reden. Speak honorable. Nee, die will auch nicht. Nee, keine Ahnung. Also. Oh, irgendwie habe ich mich wirklich verschluckt. Kratzt immer noch mal. Sorry. Im PvP muss ich erstmal reinkommen, Two-Face. Also, das wird eine ganze Weile dauern. So. Chirocco, dir auch noch einen schönen Abend. Naja, weil ich kein Fake. Also an Wutz, weil ich kein Fake vom echten unterscheiden könnte, wenn es tatsächlich irgendwie völlig aus dem Bezug halt ist, keine Ahnung. Wenn du halt sagst, keine Ahnung, die Frau steht draußen vor dem Feuerwehrmannschrein, im schlimmsten Fall gehe ich dann gucken, auch wenn es dann nur ein Joke war, weiß ich es halt nicht, ich habe es nicht gelesen, deswegen keine Ahnung.
Aber wenn es geht, auch nicht trollen über was ich auch nicht weiß. Vor allem, wenn es halt wie ein Spoiler für die Mods aussieht. Ich überlege gerade, wir könnten noch mal tatsächlich zu Rosaria gucken. Die Quest ging ja auch nicht weiter. Wo halt der komische Typ halt war. Der ist jetzt ja auch weg. Der Littlefinger, Stinkyfinger. Es ging darum, dass Netzer Königin am Ende... Ja, okay. Das ist halt schon... Ja, gut, Game of Thrones kenne ich, also... Alter Schwede. Wobei, wo sollte jetzt Sean Bean mitspielen? Wurde der nicht für irgendwas gecastet, wo alle schon wieder gesagt haben, der stirbt in der ersten Staffel? Ich weiß nicht, wo es war. Alter Schwede. Nö, hier tut sich auch nichts. Der ist einfach nicht da. Keine Ahnung, wo wir den nochmal wiederfinden. Der Typ ist weg. Naja, vielleicht später. So! Ja, dann haben wir ja ehrlich gesagt nur noch Feuer-Lava-Kacke, wo wir jetzt nicht hingehen. Das machen wir später, weil ich da die Pyromantien für brauche. Dann haben wir eine Reise. Also hier sind wir fertig. Wir haben den Volnir heute umgehauen, wir haben den Dämonenkönig umgehauen, wir haben die kompletten Gebiete abgefrühstückt, außer die komischen Schildkröten. Kirche, entferntes Anwesen. Und jetzt habe ich hier schon wieder einen Hänger. Das Zentrum war da. Die Kirche war da. Da hatten wir einen Shortcut geöffnet. Das entfernte Anwesen könnten wir uns nochmal anschauen. Da weiß ich nicht mehr, ob es mehrere Wege gab. Genau, er ist ein Gesicht im Final Fantasy, genau, das habe ich gesehen, das meinte ich auch, ganz genau, nicht fucking awesome, sondern Wood, das meinte ich. Da habe ich auch schon gesagt, der stirbt doch schon lieber, stirbt doch immer. Der stirbt einfach immer. So. Wir kamen von wo und mussten nach wo? Ich glaube, da unten waren wir noch nicht, ne? Wir kamen von oben. Ja, man kann auch nicht überall gut sein, Kuribo. Mann, ihr kriegt hier schon Bösse in quasi First und First and Second Try. Irgendwie muss ich die Spielzeit ja strecken, dann tue ich so, als ob ich mich verlaufe. Verstehst du doch? Mensch. Kann ja nicht alles hier Gold sein. Ja, ich glaube, da waren wir noch nicht gucken. Oh Mann. Ja, hurra für sinnlos dunkel. Das stimmt. Ey, super schlecht beleuchtet hier der Raum. Wahrscheinlich werde ich gleich invadiert. Ich sehe schon kommen. Naja, egal. So. Hier haben wir Qualme-Mopeds. Qualme-Mopeds, die vor mir weglaufen. Das ist schon mal scheiße. Das ist schon wieder irgendeine Falle. Schnaupsel, komm gut ins Bett, mein Lieber. Bis morgen. Auch wieder 20 Uhr. Ach, da ist wieder so ein Feuerknecht. Also bis jetzt bleibt es immer noch der Meinung, dein Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob es im Moment der absolute Hype ist, aber es ist für mich auf gleicher Augenhöhe wie DS1. Das Einzige, was ich persönlich... Wer bist du denn? Gib mir deine Leuchteklinge. Was ich ein bisschen schade finde, sind, dass die Bosse relativ easy sind.
Aber gut, wir haben jetzt erst 8 Stück down. Es kann halt noch sein, dass da jetzt vielleicht noch 5 Stück kommen, wo ich 3 Wochen dran sitze. Dann habe ich nichts gesagt. Zumindest hoffe ich, dass der Endboss keine Nashandra ist. Also das ist das einzige Bitte, was ich flehentlich hoffe. Weil Nashandra als Endboss fand ich halt sowas von nicht gelungen. Weil selbst wenn man nicht wusste, wie konnte man die easy spielen. Das war irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, da ist wirklich noch was. Da kann ich, da ist Loot. Da ist Loot. Mad Jumping Skills from Outer Hell. Den Riesenwurm habe ich gemacht, ja, Flo. Der hat einen Knochensplitter gedroppt. Der hat einen Knochensplitter dabei und ich glaube sogar eine Scherbe. Also war totally worth it. Ging relativ easy. Achso, der letzte Schlag hat nicht getroffen, weil er einfach keine Lust mehr gab, oder was? Dummes Moped. Ja, das stimmt, Listik. Das stimmt. Also, aber tatsächlich, so knackige Bosse wären schon geil. Aber wie gesagt, das Spiel bewertet man, wenn es zu Ende ist, wenn man alles gesehen hat. Und ich sehe gerade nichts, weil dunkel ist. Wahrscheinlich ist hier ein Loch. Das wäre ein schöner Troll, muss ich sagen. Große Titanitscherbe. Mhm. Naja, nicht so spannend. Nicht so spannend, wa? Viele Wände. Ohne Geheimnisse. Ja, wobei, Chris, da sage ich ja dazu. Wenn man weiß, wie man Gwyn spielen kann, aber wusstest du nicht, dass du Gwyn parieren kannst? Also ganz ehrlich, beim ersten Mal habe ich bei dem auch rumgehampelt. Ohne Witz, weil er so aggressiv war, dass er dir kaum Zeit zum Heilen gegeben hat. Klar, wenn du parieren kannst, was ich dann auch im Let's Play gezeigt habe, ist halt super easy. Aber selbst wenn du Nashandra nicht spielen konntest und ungefähr wusstest, was du tust, konntest du dagegen heilen und die irgendwie umknechten. Das ging bei Gwyn halt nicht so wirklich. Und German als Endboss, wenn du wirklich nicht absolut gutes Parry-Timing hast und Unterlevel bist, ist der auch relativ schwer. Ja, das hat sich ja gelohnt. Nicht wirklich, würde ich meinen. Hurra für sinnlos dunkel. I know the answer, Mr. Respect is asking, but I don't know the English item description, or the item name. I know the German item name. Dried Finger, I guess, is the English name. The vendor in the Nexus is selling the item. It's called Dried Finger, I guess. At least it was a name in DS1. And you have to use this item. And if you use it, you can expand the amount of phantoms that could help you and the amount that phantoms that could invade you. So, go to the vendor, the old vendor, female vendor ding moped in the Nexus, buy the dried finger and use it and you can have more phantoms in your world. But use it on your own risk. I guess that is the item description of this little thing. That is the item description. Kurzfassung, der getrocknete Finger. Ich habe mir die Items alle durchgelesen, als der Stream nicht an war. Da steht drin, du kannst halt die Klamotten halt erweitern, doch auf eigenes Risiko.
Also wie gesagt, dafür ist der getrocknete Finger. Er erhöht die Anzahl der Phantome, die du mitnehmen kannst, aber auch die Anzahl der Phantome, die dich invaden können. Kurzfassung in Deutsch. Klang wohlgeformter, würde ich meinen. Ah, ja gut, dann sind wir hier quasi auch in dem Raum fertig und gucken mal hier durch. Hat jemand mitgeschrieben? Ich hoffe nicht. Da kommt noch auf YouTube. Da kommt wieder die englische Polizei und verhaftet mich und flame. Nein, was? Alva, der Sucher der Ausgestoßenen. Wer ist Alva? Alvarez. Der Spanier, Mexikaner, spanische Mexikaner. Mit seinem Murakumo der Lust. Ich mach mich voll. Na, buffen kann ich mich nicht mehr, weil der Knatter-Mobsmann verbeugt sich garantiert nicht. Ne, der knattert direkt mit seinem Dinger rum. Naja, die Skills kann ich halt noch nicht einschätzen, weil ich die Weapon Arts nicht kenne. Deswegen weiß ich die Reichweite halt nie. Aua! Pfosten. Nimm nur meine Estus. Waffen kriege ich ja nicht hin, weil er hier mit der... Aua, jetzt stelle ich mich gerade dumm an. Alba, der Sucher! Aua! Der Moped meiner! Die Reichweite. Gut, die hat mir aber nicht voll getroffen. Ja, nee, ich will da nicht. Ich will hier beim Geländer bleiben. Sorry, tut mir leid. Sonst falle ich da garantiert gleich kugelrund runter. Aua. Estus. Wir haben noch einen Estus. Haben noch 5 jetzt. So, Herr Alva. Finstergeist zerstört. Murakumo. Das war eine gute Waffe damals. Murakumo. Warum war ich denn? Mein kleines Murakumo. Großschwert. Großkrummschwert, um genau zu sein. 125,54. Skaliert mit C auf Dex. 2018. Dann wäre vielleicht auch mal eine Waffe, auch die im PvP echt usable ist. Ja, ein bisschen langsam. Naja, aber haben wir für die Sammlung. Immerhin. Immerhin. Die Waffenauswahl wird immer größer. Jetzt habe ich die... Genau. Nicht das E-Stock. Achso, ja. Zum Vergleich. Das ist halt das E-Stock. Ist nochmal ein Tick länger. Als der Degen. Hat halt den Poke. Hat aber auch auf dem R2 den Sweep oder den Swing und ich mag das eigentlich. Aber wie gesagt, leider halt hier wieder der Malus im Crit plus ich glaube etwas höherer Base Damage hat's dafür. So. Achso, und es hat... Moment. Ne, es hat auch den... Na, tatsächlich, es hat auch keinen Kick. Es hat auch nur den Back... den Backschritt. Ah, das ist scheiße. Verdammt, wieso hat das denn keinen Kick? Also in DS2 hat es definitiv einen Kick gehabt. Ah, das ist echt schade. Naja, egal. So... Tolle Aussicht. Naja, sieht er auch so ein bisschen wie auf dem Mond. Kleiner Krater mit einem großen Loch. Da haben wir ein Türchen und ein Wegchen. Ein Weg und eine Tür. Aha. Verstehe. Moment, bevor mich jemand runterkickt. Da ist aber nichts, was mich runterkickt. Um...
Ja, hurra für Sackgasse, sage ich einfach mal. Und wir gehen in den nächsten Dungeon. Oh, wir auf den nächsten Drachen treffen. Wie lange geht der Stream? Minimum bis um 3 Matrix. Und dann mal gucken, um die nächste Ecke. Aber nur um die nächste dann. Bonfire. Kerker von Irithyll. Dots. Schon wieder ein Leuchtfeuer, ey. Wir finden nur Leuchtfeuer. Das ist doch schon wieder ein komplett neues Gebiet hier. Und das sieht immer noch... Sie schaffen es immer noch mehr, die Gegenden wie Latria aussehen zu lassen. Also ziemlich viele Assets erinnern mich wirklich an Demon's Souls Turm von Latria, Tower of Latria. Keine Ahnung. Wahrscheinlich mochten sie das Gebiet extrem. Sehr, sehr geil. Ich überlege, ob ich jetzt gerade hier weitermachen will. Denn wir hatten... Ja, es ist ein neues Gebiet. Weil wir hatten hier in der Kirche doch einen Shortcut geöffnet. Dann würde ich nämlich sagen, lass uns erstmal in dem Gebiet weiter gucken. Bevor wir jetzt noch ein Gebiet wieder anfangen, sonst explodiert mein Hirn und ich kann nicht schlafen. So viele Wege, absolut richtig. Kann man das Spiel voll im Koop spielen? Na, voll wird schwierig. Ihr müsst halt gleich leveln. Also im Endeffekt, wenn du das Spiel spielst, muss dein Freund dir helfen und danach musst du deinem Freund helfen. Das heißt, ihr müsst halt immer das Spiel quasi doppelt und abwechselnd spielen. Also dann nur einer komplett durchspielt, funktioniert halt leider nicht. Und also von komplett würde ich nicht reden. Das ist schon sehr merkwürdig. So, jetzt muss ich das hier nochmal analysieren. Da ist eine Plattform und da drüber ist... Also ich vermute mal, das ist von unten runterspring-Action. Weil sonst wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Außer ich muss das Ding hier anfackeln und das sagt mir keiner. Wie die Mühle. Nee, das habe ich am Anfang erzählt, Spike. Heute Nacht war furchtbar. Ich wurde ja gestern wegen Internet rausgeschmissen aus dem Spiel. Einfach Stecker gezogen. Und mein Kopf hat versucht, die Wege festzuhalten. Ich lag die ganze Nacht im Bett und hatte Dark Souls im Kopf. Ich konnte nicht pennen. Es war furchtbar. Ich brauche halt so ein bisschen einen Abschluss, dass ich runterkommen kann. Und wenn das Spiel mittendrin ausfällt, alter Schwede, nicht geil. Wo geht's denn da hin? Da ging's zum See, ne? Ja, oder zum Friedhof, da waren wir auf jeden Fall. Wie weit ist Stefan heute eigentlich gekommen, Medias? Ich habe gesehen, dass er nochmal neu anfangen musste, weil er seinen Rechner formatiert hat und vergessen, den Spielstand zu sichern. Ja. Kann mal passieren. Wie weit ist er denn gekommen? Wir hatten eine Tür geöffnet und da war ein Fahrstuhl. Da will ich hin. Ich glaube, das war hier. Ja, da unten ist die Tür. Da will ich hin. So, genau. Hier hatten wir ja noch Sachen offen, die ich nicht machen konnte, weil ich keine Klamotten mehr hatte. Stefan ist... Ach, der streamt sogar noch. Ach so, der streamt sogar noch. Ich dachte schon, der wäre fertig, weil du hier bist. Ich habe nichts gesagt, Medias. Ich habe dich auch nicht gesehen. Wenn er fragt, ich weiß von nichts. Oh, jetzt habe ich hier diese Knatteräpfel gepult. Ach, der lebt sogar noch. Verdammt. Aua! Oh, wo denn? Da oben. Ach so, nee, der ist im Bett. Ach so, es klang nur so, als ob er gerade noch streamt.
Ja, anscheinend hat es bei ihm nicht automatisch gespeichert. Ja, oh Gott, hier ist schon wieder Wuffi. Ich hasse ihn. So, jetzt muss ich mich ganz kurz mal orientieren. Orientinskien. Guter Witz, ne? Wir kamen den Weg komplett hoch. Haben am Ende den Shortcut gefunden. Wurden hier verarscht mit scheinbarer Wand, die keine war. Die hat mich auch schon schlecht bewertet. Genau, dann war hier irgendwo runterspringen Loot. Genau, hier war ich nicht drin. Da war aber auch noch irgendwo Loot, wo ich runterspringen musste. Ich weiß nicht mehr wo. Da war ich nämlich nicht mehr drin. Weil da drin auch noch Magiemöpse waren. Ich habe gedacht, Magiemöpse möchte ich gerade mal nicht. Aber wir können mal eben gucken, ob ich den Loot nochmal finde, wo ich runterspringen musste. Da wollte ich nicht runterspringen wegen Fallschaden vorhin. Was? Markus hat halt Skill? Was hat Two-Face gesagt? Ja, es ist ja halt, das kommt halt dazu, es ist nicht mein erstes Dark Souls, ne? Ich spiele halt seit Japan-Version Demon's Souls, spiele ich Souls-Spiele. Dass sie halt nicht jedes Mal komplett alles neu erfinden können. Da war der Loot, wie komme ich denn da hin? Da ist auch eine Leiter. Ist halt klar. Aber irgendwo war noch Loot, wo ich runterspringen musste, verflucht, ich weiß nicht mehr wo. Muss ich wieder die VOD gucken. War das hier? Stimmt, und da war die Leiter. Ja gut, wir gucken mal in den Raum. Ich mach mich mal voll. Immer sei gegrüßt. Ja, zwei Bosse verpasst. Volnir war Second and First und der alte Dämonenknilch First. Bei Volnir hat mich ehrlich gesagt die Wolke gekillt. Das habe ich gar nicht realisiert, dass der halt so eine Wolke macht, die mich instant killt. Weil ich habe überhaupt keinen Debuff gesehen. Das sind viele Mopeds, ne? Und ja, wie gesagt, irgendwann war ich halt einfach out of life und habe es überhaupt nicht realisiert. Der Maestos hat noch 9. Ich bin erfriert. Die Krüge sind böse. Böse Krüge. Ja, und wie gesagt, da hat mich einfach bei Volnir der Nebel umgenukt. Ich habe halt eben unten auf die Debuff-Leiste geguckt und da war halt nichts und dachte mir, ach, da passiert nichts, aber das hat kontinuierlich meine HP drained, habe ich überhaupt nicht realisiert und hat mich umgefallen. Und beim zweiten Mal wusste ich das halt und hab mal einfach ganz elitär gegengeheilt. Einfach 4 Estus reingekippt und dann war er kaputt. Schlechte Posi, ja, ja, ganz schlechte Posi. Dass er sich nochmal umgedreht hat, war super dumm. Ah, hier ist die Leiter. Also man könnte tatsächlich runterspringen, die Leiter hochgehen und wäre direkt oben bei den Knattermöpsen. Was eventuell geiler wäre von der Kampfposi. Dann sparst du dir unten die Möpse, aber es geht. Wenn du die halt hier unten reinziehst, so wie ich es gemacht habe, schießen die oben nicht, das geht schon. Ja, ja, schon wieder diese Fluchmopeds. Geh weg, diese Eismopeds. Nein, ich hasse sie. Geht weg. Was, Toads? Battletoads? Ne, sagt mir gar nichts.
Das sagt mir gar nichts. Wie viel Schallen kriege ich hier? Ah, das geht. Das ist echt nur dafür da. Klingt merkwürdig. Das sind Ninja Turtle Fakes. Was? Du kennst Battletoads nicht, Markus. Markus, mit C bitte. Sonst wird's nicht gehighlighted. Nee, sagt mir gar nichts. Ich hatte nie eine Nintendo-Konsole, außer den GameCube. Nintendo ist komplett an mir vorbeigegangen. Also außer Game Boy und GameCube. Also ich hatte kein NES, SNES. Entschuldigung, wenn ich was Falsches sage. Ich hatte keinen Mega Drive, keinen Saturn, aber ich glaube, das war Sega und hatte nichts mit Nintendo zu tun. Aber auch das hatte ich nicht. Ich hatte als Konsole nur ein Atari 2600. Amiga 500, C64, PC, PlayStation 1, 2, 3, 4. Ja. Und jetzt eine Xbox One. Vorher hatte ich auch nie eine Xbox. Also keine Xbox, die erste, keine 360. Nie gehabt. Irgendwie rennen wir hier in Kreisen und ich weiß nicht, was ich hier einkreise. Aber ja, irgendwann werde ich einkreisen. Erstmal den Loot. Seele, nehme ich mit. Da ist wieder so ein Feuerknee. Du bist kein. Oh, der hat eine Sense. Krone des Hohepriesters. Weiße Krone? Nee. Die Krone des Hohepriesters, die nun ihr Dasein als Geister von Irithyll fristen. Die goldene Krone zeigt an, dass ihr Träger Sulvan direkt untersteht. Die Ritter waren seine wachsamen Augen und ich kriege gleich Schaden, weil da kommt der nächste Knattermops. Entschuldigung. Muss mal ganz kurz mein Werk verrichten. Au! Stop it! Oh, du bist wieder so ein Schild-Turtle-Mod. Ich hasse ihn. Ich hasse die wirklich, ohne Witz, Mann. Du kommst nicht hinten dran, aber kannst auch nicht von vorne. Und der noobt dich halt langsam runter. Manometer. So, aus Protest. Setze ich mir jetzt hier ein Krönchen auf. Ja, ihr diskutiert noch immer über der C. Alter Schwede. Ja, wenn ich euch damit Glücksmittel nicht machen kann. Juhu! Was für Spiele hast du für die Xbox? Gestreamt haben wir das neue Tomb Raider. Was ihr nicht sehen wolltet, was ich jetzt wahrscheinlich dann irgendwann nach Dark Souls mal als Let's Play nochmal mache. Ja, Let's Play, ich weiß! Ist halt hier Quantum Break. Weil ich schon gerne Alan Wake gespielt habe, aber das ist ja mehr so ein Episodenfilm-Ding. Deswegen, da war der Stream eher dagegen. Und ich habe die komplette Halo-Reihe, die aber noch nicht gespielt, und die komplette Gears of War-Reihe, aber auch noch nicht gespielt. Und Forza war dabei. Alter, irgendwie sehe ich mit diesem Krönchen aus wie der letzte. Das geht auch nicht. Aber wenn dann schon die hier. ja. Von daher nicht so viele Spiele. Meine Hauptplattform bleibt halt die PS4. Boss Time. Wir haben den Weg gefunden. Jetzt brauche ich nur einen Shortcut. Ah, hier ist der Shortcut wahrscheinlich. Irgendwie, wir müssen mal den. Ach ja, hier gibt es auch ganz viele Sum-Signs. Hallöchen! Das ging ja doch schneller als gedacht. Ich guck mich mal um und gehe.
Ja, Tomb Raider haben wir schon komplett gespielt im Stream. Ah, hier ist der Shortcut. Hier ist Shortcut. Ufmache. So, dann haben wir hier noch Loot. Eine Glut. Ich glaube, mit dem Passwort-Matchmaking haben sie im Moment Probleme. Das haben sie aber auch getwittert. Plus, dass wohl Dark Souls 1 im Moment ziemliche Connection-Issues hat. Aber offiziell abgeschaltet wurde das nicht. Gut, also den Shortcut haben wir. So, dann haben wir hier das Bossgate. Wahrscheinlich ein Monster-Riesenboss. Da geht's auch nicht weiter. Nee, offiziell abgeschaltet sind die nicht, Kuribo. Das wird vermutet, weil seit Tagen wohl alles offline ist. Ist das wirklich nur eine optische Täuschung? Ist eine optische Täuschung. Da liegt noch Loot. Wir haben den Shortcut geöffnet, ne? Wir kommen hier auch relativ gut zurück. Ring des Sonnenerstgeborenen. Den Loot hatten wir ja gerade schon unten gesehen. Ring des Sonnenerstgeborenen. Oh, ich habe das Item jetzt gerade gar nicht gesehen. Verstärkt Wunder enorm. Na ja, dann. So. Ja, macht ihr mal. Ich gehe mal ganz kurz zum Leuchtfeuer. Hier ist der Shortcut. Das heißt, ich kann rein theoretisch jetzt relativ easy dahin. Und nochmal ganz kurz die Estus voll machen. 15.000, wie viel brauchen wir? 20.000 haben wir gesagt, brauchen wir für ein Level, ne? 5.000 Seelen, dann wären wir genau Level 60. Ja komm, ich glaube, das machen wir auch nochmal fix. Shortcut, Shortcut, Leuchtfeuer meine ich. Wo? Hier? Da. Mann, sieht die Krone kacke aus. Was hast du gegen meine Krone? Ja, ja, ich sitze hier, Hütchen auf. Alter Schwede. Ja komm, reisen wir nochmal nach Feuerwandschrein. Ja, Spike erklärt es mit der Menschlichkeit, sondern mit der Glut. Man kann aber trotzdem zur Hülle werden. Also, was Spike sagt, ist bedingt richtig, weil ihr ja gesehen habt, bin ich eine Hülle. Es gibt halt irgendwie diese Sidequest mit dem komischen Typen, dass man halt tatsächlich ausgehöhlt werden kann. Startet über eine Questline und deswegen gibt es oben auch einen Grad der Hüllenwerdung. Also es gibt schon, was halt genau der Unterschied ist zwischen Kindled und Unkindled und Hollow und Nicht-Hollow. Ich hoffe, dass das Spiel noch ein bisschen weiter erklärt. Ja, so, ich brauche noch mal ein paar Seelen. 5000. Auswahl benutzen, ja, machen wir mal 2. Reicht das? Nein, wahrscheinlich nicht. Hätte ich noch eine nehmen sollen. So, Holdemaid. Ufsteiger. Ach ja, und dabei darf man halt nicht vergessen, ich weiß ja nicht, wie ihr es gespielt habt. Das müsste man halt eigentlich erwähnen. Ich habe ja 5 Level geschenkt bekommen durch den Questtypen. Also eigentlich bin ich Level 55 und vom Seelenstand Level her und 5 Level habe ich geschenkt bekommen. Dementsprechend eigentlich 55 mit den 5 Bonusleveln 60. Farewell, I shall
Ja gut, okay, der Hut sieht auch kacke aus. Alter Schwede. Assassinenmaske. So, ich glaube, der hat ein bisschen mehr Style. So. Wie sie sich alle über die Mütze beschweren. Reise, eine Reise, Kirche von Joschka. Wie teuer das war, ich habe keine Ahnung. Das Aushöhlen hat, als ich geguckt habe, damals schon vor 2, 3, 4 Streams fast 50.000 Seelen gekostet. Ich denke immer, das wird immer teurer werden. So, schwuppdiwuppdi, ich muss da lang. Wahrscheinlich ist das jetzt der absolute Bumsboss. So kurz am Ende vor klinisch Reaktionstod. Das wäre jetzt geil. Aber einen großartigen anderen Weg, ja, nur in dieses Verlies könnten wir nochmal reinschnuppern. Ja, wir gucken jetzt mal in den Boss rein. Ob wir den jetzt machen, hängt davon ab, wie schwer der ist, weil ich streame jetzt mittlerweile seit Stunden. Und mittlerweile ist die Reaktion auch nicht mehr so geil. Ich sterb schon davor. Oh, da ist noch einer. Ich nehme mal die erste Estus. Also eventuell wäre einfach durchlaufen hier geiler. Ich glaube, einfach durchlaufen wäre geiler. Weil er trifft mich jetzt jedes Mal schon wieder mit seinem kleinen Nuckelschlag. Und ich komme halt nicht dahinter. Und ich kriege das Schild auch nicht weg. Warte mal, ich probiere mal wieder aus. Ja, geil, dieser Schildbreak. Ja, nicht so geil. Oh komm, mach doch irgendwas, ey. Ist mir auch egal. Mach irgendwas! Do it! Do something! Eieiei. Hat er nicht. Gibt keinen Kick. Gibt nur ein Backleap mit dem Rapier. Gibt leider keinen Kick. Schon häufiger gesagt, leider. Vermisse ich auch sehr stark. Ja, nur in den Quickslot habe ich einen Bogen. Mit dem Bogen kann ich nicht kicken. Da wechselt er sofort in den Zoom-Modus. Dann müsste ich auf die Fackel gehen, die ich gar nicht hier habe. Nee, kann ich nicht, weil ich tatsächlich den Bogen in der Hand habe. Wechsle ich zwischen Fackel und Rapier. Und beide haben keinen Kick. Also sprich, ich müsste, wenn die Fackel hier hin tun, müsste auf die Fackel wechseln. Könnte kicken, könnte dann wechseln. Ja, das wird gehen. Ja, ich weiß, dass man kicken kann, linken, aber nicht mit dem Degen. Mit dem Degen kann man halt nicht kicken. Mann, das habe ich schon 500 Mal erzählt. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Boss Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen irgendwen oder irgendwas in die Schlacht. Hohepriester Sylvan.
Doppel-Dual-Wielder. Und sieht nach Dunkelmagie aus. Weißt du gerade, welche Idee ich habe? Oh, ohne Witz, Mann. Weißt du, woran mich der Fight erinnert? An Fight gegen Gwendolyn. Du kommst in den Raum. Und der Typ macht nichts. Das ist schon mal erstmal ganz kurz ein Schießtest wert. Sorry, das schreit schon danach. Wenn der Boss nicht sofort auf mich angerumpelt kommt. Ah, jetzt kommt er. Okay, also Schießtest bestanden. Weil Gwendolyn ist nämlich einfach stehen geblieben. Nein, ich werde sterben, die Batterie ist leer. Oh, nicht mit der Fackel, bitte. Der scheint einen Dark Aura zu haben. Dann machen wir hier ein bisschen Platz. Ich glaube, deswegen hat man auch am Anfang ein bisschen Zeit, um hier ein paar Platz zu machen. Alter, ich mache gerade Platz. Hör doch mal auf. Bin doch noch gar nicht fertig. Also Schaden drücken kann er. Also das muss man hier schon mal lassen. Feuer- und Dunkelmagie. Oder normale Magie. Backstab kann ich ihn nicht. Block verloren, ungeil. Okay. Peaks, peaks, peaks. Nimm gleich eine Estus, einfach just aus Reasons. Jetzt, Estus hat noch 7. Also erste Phase nicht sehr spannend. Sagt er, kassiert er direkt mal einen Hit. Ah, okay. Ah, da kommt auch die zweite Phase gleich. Ich nehme mal direkt nach Estus, hat noch 6. Was tut er? Er ist geteilt. Gedrittelt. Und hat einen Shadow dabei. Ach so, er ist gesplittet. Quasi der eine Feuer, der andere Shadow. Okay. Dark Lurker Inc. Mhm. Nur noch keine Estus. Okay, jetzt nehme ich meine Estus. Just aus Safety Gründen! Also auch AOE. 5 Moped Flasks. Übersicht verloren. Ich würde gerne aus dem Lock. Dankeschön, für aus dem Lock kommen. Estus 4. Ich nehme noch eine Estus. Estus 3. Weiß nicht, ob man wirklich auf den Ad gehen. Oh, zu früh den Block wieder. Den Block runtergemacht, meine ich. So. Estus 2. Die sind halt schwer zu lesen, weil es 2 sind. Wenn ich die halt relativ zügig down kriegen würde. Ich habe noch 2 Estus, ich nehme jetzt noch mal eine. Ich habe noch eine. Gar nicht so vor.
Einer ist es noch. Zu greedy. Estus? Keine mehr. Estus empty. Ich kann mich auch nicht menschlich machen. Er lebt noch. Hohepriester Sylvan! Ich würde sagen, First is a new first. Und in diesem Sinne gibt es am Abschied auch noch ein kleines Helljährchen für Seele von Hohepriester Mopedmann und Moped-Klon. ja, und das sage ich wieder. Hell yeah. oh. Schöner Boss. Könnte ein bisschen schwieriger sein. Aber war okay. Keine Estus fürs erste Mal. Ja, ich glaube, mit Dodgen ist es einfacher. Ein bisschen mehr Stamina, Dodgen ohne Schild und dann wesentlich aggressiver spielen. Ich glaube, wenn du da einfach eine große Waffe hast und beide wegprügelst, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, war kaputt. Boss war kaputt. Ist Presseversion. Nein, ist nicht die Presseversion. Die Presseversion habe ich auf der Xbox One und auch nicht 1.0. Aber... Eieieiei. Und Seelen und Dutzgerät und keine Estus und kein überhaupt, aber dafür Doppelshortcut. Hurra für Dutzgerät! Dutz. Dutz. Ah. So, Reise eine Reise zur Levelfrau. Wettet man einmal drauf, dass der Markus was sagt und er schafft es im First Try und ich verliere gleich noch sein ganzes Geld. Slash well GG Dance Game. Chris, danke schön. Ja, keine Ahnung. Manchmal machen Dinge bei mir andere Dinge. Ich weiß es nicht. Ich bin manchmal ein Glückskind. Ohne Witz, Dark Lurker Let's Play, sage ich nur. Er hat sich bei mir nicht geteilt. Da kann ich ja nichts dafür. Und ich habe halt gesagt, der Boss ist super easy. Ich wusste ja nicht, dass er sich teilen kann. Tut mir ja leid. Ich würde die Bosse ja gerne schwerer haben. Kann ich ja nichts dafür. Vielleicht gibt's ja auch einen, wenn die Playstation länger als, wie viel streamen wir schon? 6 Stunden läuft, dass das Spiel wieder die Bosse leichter macht, wie bei Bloodborne. Ich weiß es nicht. Nein, die Konsole war aber nicht im Standby. So. Jetzt gönnt mir den Sigma. Mann! untoten Knochensplitter habe ich nicht. Ergo Level 1 Level. Aufsteige. Und dann kommt auch der 30. Punkt in Geschicklichkeit. Ich glaube, auf der PS4 ist es leichter als auf dem PC. Das glaube ich nicht, Lipstick. Das ist einfach RNG. RNG. Ja, Toppy. Ne, Entschuldigung, Poppin. Dark Souls 2 Let's Play, blind. Auf meinem YouTube-Cut. Dark Lurker hat sich nicht geteilt. Ich bin da hingegangen. Ding, 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 ding. Oh, guck mal, Boss. Peaks, 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 peaks. Boss kaputt. Ja, und wo war jetzt hier der Trick? War ja voll easy. Und alle so, boah, der hat sich bei dir gar nicht geteilt. Keine zwei fahren. Ja, kann ich ja nichts dafür. Woher soll ich das denn wissen? Ich spiel's ja das erste Mal. So, So. Dann. Würde ich sagen. Werfen wir einmal da noch einen Blick rein. Und dann auch nochmal ins Gefängnis. Also in beide Ecken gucken wir mal ganz kurz nur rein. Nur reingucken. Alles kommt gut ins Bett. Bis morgen. 20 Uhr, mein Lieber.
Ja, Mergus Amme, tatsächlich, Mergus Amme ist so ein Beispiel. Die kann halt komplett ausrasten. Und ich habe halt schon Streams gesehen und auch bei mir, da macht die gar nichts. Da steht die feuchte Krankenschwester nur rum und macht Dinge, die völlig uninteressant sind. Keine Ahnung, es ist halt zum Teil halt RNG. Und ja, manchmal habe ich halt Glück. Ich finde den Weg nie, aber wenn ich den Boss gefunden habe, dann belohnt mich das Spiel mit nicht zu schweren Bossen. Weiß ich nicht warum. Ja gut, das werden wir wahrscheinlich dann von außen aufmachen können. Oh ne, hier ist ein Hebel. Und hier ist auch ein Hebel. Ne, hier nicht. Ah, die Bosse sind allgemein sehr launisch. Von passiv bis aggressiv. Haben einige Bosse nur gelegt, weil sie auf einmal ruhiger waren. Ja, die Frage ist, Kante, auch bitte jetzt noch nicht beantworten oder spoilern, ob es Klamotten gibt, wie man das beeinflussen kann. Was wir vielleicht noch gar nicht wissen, oder ich an der Stelle, ob jetzt vielleicht, hier mein Hüllenstatus, du bist zu 99% ausgehüllt, vielleicht ist es leichter. Ich meine, es gab ja auch World-Tendenzen in Demon's Souls, die man am Anfang nicht so wahrgenommen hat, wie das Spiel leichter und oder schwieriger wird. Eventuell hat das hier auch was mit der Aushöhlung zu tun. Ich habe halt noch nichts dazu gelesen, ich will's auch nicht. Das kann halt sein, dass das Spiel leichter oder schwerer macht. Keine Ahnung. Also das sind alles Theorien, die ich halt noch habe, was eventuell das Spiel halt noch beeinflussen könnte. Das werde ich halt spätestens in der offenen Spoilerrunde erfahren. Und oder dann aus den Wikis. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur ein optischer Effekt hat, der sonst überhaupt keinen Nutzen hat. So, also haben wir hier einen Hebel. Der Hebel, was macht denn der? Macht der da Tor auf? Ich hatte ebenfalls den Schild, ähnliches Stamina, und bei mir war der Block mit 3 Hits durchbrochen. Keine Ahnung, Stats seht ihr, ich habe 20 Konditionen. Bin Level 61 jetzt, also 60 beim Kill. Hatte Chlorantiering für Stamina-Rack. Ja, und ansonsten halt nicht viel, eigentlich nur Damage-Boost. Das Einzige, was ich halt wirklich viel mache, ich weiß nicht, wobei bei Imba glaube ich auch, dass er es macht, weil er auch schon Souls ewig spielt, ich halte das Schild nicht die ganze Zeit oben. Das heißt, nach jedem Sound oder Pling, der auf mein Schild kommt, lasse ich das Schild los. Deswegen kriege ich manchmal einen Hit, weil ich es nicht schnell genug hochkriege. Die Schildregeneration mit gehobenem Schild ist natürlich... Guckt euch jetzt die Stamina-Regeneration mit gesenktem Schild an. Ist natürlich deutlich schneller, wenn ich das Schild unten habe. Wenn ich das Schild halt oben lasse... Regeneriert sich die Stamina halt nicht. Ich stehe halt nicht die ganze Zeit so rum. Ich versuche das Schild so lange wie möglich unten zu lassen und just in dem Moment, wo der Swing kommt, hochzuziehen. Deswegen kassiere ich manchmal auch den einen oder anderen Hit, weil ich zu langsam bin. Und diese Mechanik habe ich halt schon in allen Spielen so gespielt. Und deswegen, ja, ist halt Übung, würde ich meinen, dass man das Schild nicht zu lange oben hält. Weil sonst, klar, hauen sie dir irgendwann den Block weg. Ich weiß nicht, wofür ist denn dieser Hebel? Ist das hier ein Fahrstuhl? Ich hebel mal den Hebel. Okay, ich musste also erstmal von unten, quasi, nee, von oben runterfahren und dann kann ich Hebel hebeln. Also, wir haben 2 Shortcuts, okay. Jetzt hör auf, dich zu rechtfertigen, gut gespielt. Ja, Jester, dankeschön. Keine Ahnung. Doch, ich muss mich rechtfertigen. Muss ich. Also hier ist auch nichts. Gucken wir mal hier noch ums Eck. Okay, hier sind schon mal viele Zeichen. Ist das geil oder ist das geil? Und hier haben wir auch direkt schon mal wieder 2... Oh, Kacke, hier sind ja Echsen! Das sagt mir keiner. Na, die eine ist weg. Nein,
Nein, jetzt sind beide weg, weil ich mich verklickt habe. Ich Depp. Funkeltitanit. Naja, komm, dann holen wir uns die andere Echse auch direkt noch, wenn wir schon mal hier sind. Das ist ja relativ easy. Oh, ich hätte gern einen großen Titanitklumpen. Dann könnte ich noch ein Level für meinen Degen aufwerten. Welches Level ist Markus? 60 beim Kill, 61 nach dem Kill. Sind die jetzt wieder da? Oder muss man komplett reloggen? Dann werden wir jetzt rausfinden. Ich glaube, man muss einmal komplett reloggen. Das ist natürlich schade. Ja, ich relogge mal ganz kurz. Weil, dann, wenn wir schon mal hier sind, nehme ich die Echse halt auch mit. Die ist ja recht easy zu farmen. Die möchte ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Spielzeit, 47 Stunden, Stufe 61. Spiel verlassen, ja, gerne. Ich spiele aber eh mit langsamen Waffen. Ja, langsame Waffen kannst du, finde ich... Ist schwierig. Also langsame Waffen funktionieren immer, wenn du die Gegner staggern kannst. Der Zweihänder macht das hier noch nicht bei mir. Und dann ist es aber auch eher Hit and Run. Das heißt, du rush rein, machst quasi Bomb Rush Taktik und ja, da oben, ne? 1-0. Das steht da ja in der Ecke. Und gehst wieder raus. Das funktioniert. Aber du brauchst dann halt eine Waffe, die richtig Bums macht. Am besten die Gegner staggert und genug Stamina für 2-3 Swings. Und Stamina zum Rein- und Rausrollen noch anschließend, dann kannst du das halt spielen. So würde ich, wenn mit dicker, langsamer Waffe spielen. Das ist halt diese Bomb Rush-Taktik. Macht ab und zu mal Spaß, aber so fürs Erkunden ist es, finde ich, chilliger, halt noch auf ein Schild zurückgreifen zu können. Ja, was man halt nachher draus macht, ist ja dann jedem selbst überlassen. Wo war die Echse denn? Da. Noch ein Funkeltitanit. Ich will doch gar kein Funkeltitanit. Ich brauche einen großen Brocken, verflucht. Ich habe einen. Ich brauche noch hunderte. Was? Nix, Weiner. Gibt eine schicke Waffe. Ja, weiter will ich nicht mit Farmen und später, dann Farmen und später. Weiter lese ich jetzt mal nicht. Eisen, komm gut ins Bett. Bis morgen. Okay, da geht's lang. Oh, mein Fuß juckt. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Das sieht ja schon wieder aus wie Friedhof der Kuscheltrolle. Und da oben ist... Weiß ich nicht wer. Wer bist du denn? Keine Sorge, war spoilerfrei. Weiß ich nicht, irgendein Typ, der was Blaues anhat. Das ist... Alter Schwede, das muss Arnor Londo sein. Das ist doch sogar derselbe Drehmechanismus bei der Brücke. Das ist derselbe Aufweg. Das ist der Eingang. Also, das ist Arnor Londo. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das nicht Arnor Londo ist? Wir sind unten von Arnor Londo. Nicht hier Irithyll... Bürgerladen, hier, Dings, Arnor Londo. Ich will da hoch. Da ist Smoke and Ohrenstein drin. Minimum. Der Name ist falsch. Oder die haben Arnor Londo nachgebaut. Ah, huch. So, ich guck nochmal um die andere Ecke. Vielleicht ist da ja noch ein Arnor Londo. Ja, das Gebiet heißt halt hier Irithyll Dingsbums Moped. Ah, hier ist sogar noch Loot. Ha! Ah, praise the große Titanitscherbe. Wir gehen gleich aufwerten. Wie geil ist denn das hier bitte?
Das ist neu, Londo. Nee. Wobei, nehmen wir mal wirklich ganz mal kurz die Prämisse an, dass das wirklich das absolute DS1-Gebiet ist. Auch korrekt dargestellt. Dann müsste das, wenn das der Feuerbandschrein ist, dann ist die Stadt, wo jetzt quasi das Untotengebiet ist, müsste dementsprechend eigentlich Neu-Londo sein. Eventuell die Kathedrale des Abgrunds könnte noch Neu-Londo sein. Und dass sie über der Kathedrale des Abgrundes dann quasi den Abyss... Das könnte sein. Könnte sein. Ich bin auch unschlüssig, aber es könnte sein. Das würde sogar, glaube ich, geografisch passen. Das muss ich mir nochmal anschauen, ob jetzt tatsächlich eher das Undead Valley Neu-Londo sein könnte oder eher die Kathedrale des Abgrunds. So, also da haben wir exakt einen Weg. Dann gehe ich einmal ganz kurz aufwerten. Mit zwei Klötzen gehe ich aufwerten. Habt ihr das Erdbeben gespürt? Ja, es stand kein Schild dran. Welcome to Anno Londo. Mann, hier nur schon wieder. So. Ach nee, jetzt habe ich gerade eine große gelootet und kein... Oh. Jetzt habe ich mich gerade gefreut und das war eine große, verflucht. Kacke. Ja, genau. Was? Genau? Wie spreche ich das denn aus? Genau. Ja, hast recht. Oh, ich habe mich gefreut und das war das Falsche. Verdammt. Gucken wir hier nochmal ganz kurz rein, um eine Ecke. Und dann haben wir morgen zwei Gebiete mehr oder minder. Welche wir uns angucken, keine Ahnung. Wir haben quasi Tower von Latria Redux und Anno Londo Redux. Kerker von Mopedhausen. Das könnte auch lustig werden. Was haben wir hier? Also hier sieht schon mal optisch nicht so schön aus. Aber hier gibt's Loot. Eventuell gibt's hier irgendwo noch eine Scherbe. Würde ich mitnehmen. Oh, jetzt habe ich die Fackel wieder umgelegt. Ah. Der Boss war jetzt nicht super schwer. Wobei ich habe halt 10 Estus verbraucht. Also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn perfekt gespielt habe, wenn ich 10 Estus verbrauche. Was war das denn hier? Jumpscare? Was bist du denn für ein dummer Forsten? Ah! Wo kommst du denn her? Kommst du jetzt wieder? Ne, du bist weg. Kann jemand hier so einen Titanitbrocken bitte irgendwo verstecken? Bin ich schon Fan von. Maka, komm gut ins Bett, mein Lieber. Dankeschön nochmal für alles. Haust rein, bis morgen. 20 Uhr. Nicht vergessen. Große Titanitscherbe. Ja, nicht freuen, sind schon wieder die falschen. Meine Blobs. Ich bin so zusammengezuckt. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir auch ein bisschen erschrocken, muss ich ja ehrlich sagen. Hörband. Irgendwas schlabbert da durch die Wand. Verschlossen. Aber wir brauchen einen, wie hieß das? Kerker? Kerkerschlüssel?
ist der Tower von Latria? Erzähl mir doch nichts, ey. Erzähl mir doch nichts. Es ist nicht dieselben. Ey, ich hab einen Brandmal auf dem Arsch. Der hat mich gebrandmarkt. Ich konnte das nicht blocken. Der hat über mein Schild auf meinen Arsch ein Peace-Zeichen tätowiert. Branding. Was war das für ein Moped? Ich konnte es nicht blocken. Ich sag ja, Tode in der Welt, 1000. Tode bei Bossen, kein. Die Trash-Mobs sind härter als die Bosse. Ich konnte ihn nicht blocken. Du dummer Pfosten. So, wo kam der Zombie eigentlich her, der hier war? Hier habe ich doch irgendwo einen Zombie gerade gekillt. Der kam mir doch entgegen. So feucht, fröhlich, wabernd. Weiß ich nicht, ist auch weg. Der hier? Ah, der. Also für mich haut das nur was geografisch hin. Ja, da muss ich nochmal schauen. Da muss ich nochmal schauen. Aber ehrlich gesagt, das hier erinnert gerade schon wieder sehr, sehr stark an den Turm von Latria. Gerade diese Gangstruktur mit dem Loch in der Mitte. Sogar die ähnlichen Mobs. Klar, der hat jetzt nicht Magie gemacht, aber hat mir irgendwie ein Branding verpasst. Wenn jetzt gleich hier noch anfangen, die Mobs zu quäken, dann weißt du Bescheid. Aber man könnte auch runter. Eieiei, das wird auch nochmal ein Spaßgebiet. Ich muss sagen, atmosphärisch war der Tower von Latria für mich irgendwie was ganz Besonderes. Die Atmosphäre in dem Moped war halt super krass, also sehr intens. Gerade dieses Gekreische, Geschreie. Also ich muss sagen, von den stimmungsvollsten Gebieten würde ich auf jeden Fall mit in die Top 3 den Tower of Latria packen. War halt sehr, sehr geil. Und wenn sie das hier auch nur ein bisschen so eingefangen haben, wird halt ein richtig cooles Gebiet werden. Oh, hier sind drei Mopeds. Ich will mich nur kurz umsehen, weil wir das Ganze ja eh dann nochmal morgen machen müssen. Ich will jetzt auch nicht zu weit vorgehen. Ich hoffe halt, da ist wieder so ein Mopsknecht. Und ich hoffe ehrlich gesagt gerade auf dem Brocken. Ich habe Brenneisen. Meine PvP-Waffe steht fest, ey. Ich werde gerade verflucht, vergiftet, was? Mein Leben! Wo ist es hin? Was? Willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Bumsmob? Einfach mal das Leben wegmachen, natürlich. Warum auch nicht? Komplett. Instant. So, und ich habe meine PvP-Waffe gefunden. Den Final Blow im PvP wird bestimmt ein Thema haben werden. PvP, aber mit Brandmark als letzten Final Blow. Das war den Leuten hier irgendwann auf den Arsch tätowieren. Erstmal nehme ich eine Estus. Und dann gibt's PvP Brandmark Action.
Das wird episch werden. Ich sag's euch, Freunde. Schaltet ein, wenn Celeste die Gegner brandmarkt. Was hat der Ding für ein Special? Oh! Holla die Waldfee. Charge! Oh, wie geil! Das hat einen Kick. Sehr geile Waffe. Sehr geile Waffe. Die finde ich jetzt schon geil. Zu gut. Dieses Ding. Ah, schön. Schöne Waffe. Der Brandmark-Stream. Incoming. Bald auf diesem Kanal. Herzlich gelacht. So, lesen wir uns ganz kurz die Item-Description durch. Dieses Brenneisen wurde von den Wärtern in Iridils Kerker benutzt. Die glühende Spitze wird in das Ziel gestoßen, wo sie Feuerschaden verursacht und zeitweise die Estus-Heilung blockiert. Es ist die Imba-PvP-Waffe. Ja, mal gucken. Das wird bestimmt lustig werden. Eieiei. Diese Mopeds, ich nehme meine Estus. Aber diese Lebensabsauchviecher, heavy, ey. Entschuldigung für die Wortwahl, aber heavy, ey. Ich würde sagen, das sind im Moment die schlimmsten Mobs in Souls, die ich kenne. Also so schnell hat ein Leben näher genuckelt. Und du kannst nichts gegen machen. Das war ja im Endeffekt kein Angriff oder so. Es war irgendwie eine Aura. Finster. Alter, diese Mopeds. Oh, hier kann ich was öffnen. Verschlossen. Ich könnte, wenn ich denn irgendwann... Oh, gut zu wissen. Also hier ist auch ein Shortcut oder so. Okay, habe ich hier auf der Seite noch was übersehen? Oh, nochmal kurz Chat gucken. Hättest mal seine Bloodborne-Videos sehen sollen. Alles, was er anfangs gesagt hat, stand so im Wiki auf den Car-Pages. Achso, ihr redet über Vati. Ja, mein Gott, wo sollst du die Informationen herkriegen? Er macht halt daraus quasi ein Audiobook und ist damit erfolgreich. Ohne jetzt, oder ich sag's einfach, wie es ist. Also, keine Ahnung, er hat damit Erfolg. Ich meine, wenn du dir seine Patreon oder Patreon oder wie man diese Seite anguckst, wie viel er monatlich durchs Patreon bekommt, ich glaube, der ist kratzt mittlerweile zwischen 5.000 bis 7.000 Dollar. Er kann nicht alles falsch machen. Die Leute feiern ihn. Und wenn die Leute halt zu faul sind, die Wiki zu lesen und seine Videos gucken, macht er was richtig. Macht's besser. Ich meine, Konzept ist da. Macht das, was Vati macht, übersetzt es auf Deutsch und habt damit Erfolg. Also, warum nicht? Jetzt rumzubütschen, dass er das nur aus der Wiki kopiert. Ich meine, die Leute schreiben sie ja auch da rein. Sicher wird er sich da auch viel Input geholt haben, weil er halt nun mal alles mittlerweile zusammengetragen wird von der Community. Aber ist doch okay, er macht halt coole Videos und bereitet die halt recht gut auf, hat eine coole, angenehme Art. Kann man sich geben. Würde ich halt nicht downvoten oder so. So. Runterhüppen möchte ich gerade mal noch nicht. Noch nicht. Im Umkehrschluss muss ich dann sagen, finde ich ehrlich gesagt schade, was Epic Name Brawl macht, weil er tatsächlich an die Qualität seines allerersten Dark Souls Blind Runs nie wieder rangekommen ist. Und das finde ich persönlich schade, weil ich deswegen damals halt auf Epic Name Brawl gekommen bin und seitdem alles andere ist bei dem, finde ich persönlich, nicht ganz so geil. Oh, ich will da nicht runter. Oh Gott, nicht jetzt, ey, komm. Ich biete dir 300 Schweizer Franken für die Hose. Nein, die ist mehr wert. Minimum. Da geht mehr. Hashtag Sellout. Da ist Kopf.
Hier gerade nochmal gut. Ging ja gerade nochmal gut. Ich glaube, wir stürzen mal auf das Moped vor. Dagegen kannst du auch nichts machen, oder? Nee. Alter, das ist fies. Oder man kann es vielleicht doch ausweichen. Das ist so ein roter Strahl, der von dem Moped-Mann ausgeht. Oh, da sind noch viele. Hallo, Leben. Ah, das Leben kommt wieder. Dann kann ich mein erstes nehmen. Sieben Estus. Oh, immer diese großen. Ich will gigantische. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Wir müssen uns morgen nochmal hier oben sehen. Gleiches Kiefernharz, ja, irgendwas zum Waffe buffen. Achso, hier ist die Wand einfach zugemauert. Oh Gott, die Wege werde ich mir nie merken können. Ohne Witz. Oder war das jetzt der Shortcut vom Anfang. Das heißt, wir haben für morgen schon mal einen Shortcut. Oh Gott. Ah. Was? Er übersieht das Vieh einfach? Welches Vieh? Ach, Gollum! Ist er freundlich? Ja, mein Gott, der macht ja nichts hier, der kleine Gollum. Der will ja nur spielen. Hi. Ich kann ihn nicht locken. Ich deute mal, dass das irgendwie NPC ist. Von daher hau ich den mal nicht. Ich kann nicht mit ihm interagieren. Also ich lass ihn mal. Können wir später umbringen. Aber jetzt nicht. Der gute Gollum. Nee, den habe ich echt nicht gesehen. Sorry. Ey, wir dringen hier immer tiefer vor. Ah. Spike, kannst du mal gucken, ob jemand streamt, ob wir noch weiter hosten können? Weil ich glaube, da machen wir auch so langsam, aber sicher auch Schluss. Weiß ich nicht, wie lange streamen wir eigentlich schon? Ist heute auf jeden Fall schon ein verdammt langer Stream geworden. Schon an die 8 Stunden. Weil das Ganze kann ich mir sonst bis morgen nicht merken. Schlüssel des Ausbrechers. Okay, wir haben auf jeden Fall auch schon mal einen Key. Den haben wir schon mal für morgen. Das ist schon mal geil. Dann können wir schon mal mehr aufschließen, wenn wir nochmal durch das Gebiet gehen. Ganz kurz lesen. Schlüssel zum versperrten Fenster des Kerkers von Irithyll. Nach unten führt das Fenster allerdings nur zu einem bodenlosen schwarzen Loch. Und nach oben zu einem armseligen Blick über die gottlose Hauptstadt. Die Anordnung des Fensters erscheint wie ein grausamer Witz des Gefängniswärter auf Kosten der Möchtegern-Ausbrecher. Okay. Ja, müssen wir morgen mal schauen. Müssen wir morgen schauen. Hier ist auch eine Kette. Wollte ich mal erwähnen. Dass hier eine Kette ist. Ja gut, kein Steinchen gefunden. Relativ schade. Ich hätte gedacht, dass hier vielleicht noch einer rumliegt. Und ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ich weiß schon nicht mehr, von wo ich kam. Ich glaube, ich kam von da, ne? Ah, keine Ahnung, da hängt hier wieder so ein Schlüssel irgendwo an der Wand. Wie in im Turm von Latria. Die hast du auch recht schnell übersehen, wenn du nicht wusstest, dass sie da sind.
Und das Gemeine ist, die Spiele werden halt immer detaillierter. Das kommt noch dazu. Wenn die dann halt nicht wild blinken. Ich habe noch 11 Heimatknochen. Ja gut, gucken wir einfach mal hier runter. Wenn wir schon mal ganz kurz hier sind. Einmal noch um die Ecke, bis Spike was sagt. Da liegt Loot. Loot tut gut. Loot nehmen wir mit. Wappenring brüllender Drache. Wir hatten den, der die Zauberlaufzeit, also die Buffzeit verlängert. Brüllender Drache. Verstärkt Zaubereien. Enorm. Okay. Nur schnell um die Ecke. Ja. Gucken. Knecht Ruprecht. Alter, da ist ein Turm, der erinnert mich jetzt gerade eher gesagt an... Ja, Moment, Moment. Aber wenn man mal jetzt überlegt, der Kampf, wo das Fool's Idol drin stattgefunden hat. Thank you. Brownie. nee, die Whisper scheinen wieder nicht zu gehen, Spike. Es ist wieder ein Tab aufgegangen. Oh, schreib's einfach rein, wer noch streamt. Brownie, wir wollten auch gerade Schluss machen. Mein Lieber, danke für den Host. Alter Schwede. Ich gehe schon nur noch um die Ecken, um zu gucken. Ich überlege gerade, ob das, wenn das da unten die Kapelle ist und das der Turm, wo uns die Gargoyles hochfliegen, nach dem Kampf gegen das Fool's Idol. Boah, das sind so ähnliche Gebiete, Mann. Und hier kann ich eventuell an zwei Stellen runterdroppen. Du musst an Olasil denken. Ne, daran hat es mich gar nicht erinnert, muss ich sagen. Aua. Aua! Irgendwas haut mich und ich weiß im Moment... Ach, der. Oh, ich nehme den Estus. Basti mit Division, sonst niemand mehr. Da bin ich einfach Schluss machen musste. Okay. Ja, keine Ahnung. Können wir gleich beim Basti nochmal vorbeischauen. Beim Wischen. Ehrlich gesagt, eigentlich eines der für mich enttäuschenden Spiele dieses Jahr. Vor allem wegen den ganzen Glitches und Bugs. Mann, ey, das hätte echt nicht so laufen dürfen. Dann hätte es ein gutes Spiel werden können. Spaß gemacht hat es, aber die ganzen Glitches sind halt so game-breaking. Ja, obwohl, stimmt. Jetzt mit der Brücke könnte das wirklich Olasil sein. Stimmt. Wegen der Brücke, die zum Turm führt. Wie, und was ist rechts? Ja, da ist auch was. Aber ich weiß nicht, ob man da hinkommen soll. Gucken wir jetzt mal um. Ja, aber eine Grafik, die ähnlich sieht, wie willst du das machen? Klar, also bei Demon's Souls hat halt Sony noch die Rechte. Und nicht From Software alleine. Das ist schon richtig, aber du hast halt so viele Klamotten schon, die Demon's Souls schreien. Ich meine, das müsste man dann erstmal nachweisen. Zumal es ja von derselben Firma entwickelt wurde. Wo bin ich denn jetzt hier? Thank you. Retro Prinz, auch dir. Danke für den Host. Die Echse holen wir uns. Oh, da ist Gollum. Ich hätte ihn doch töten sollen. Oh, Echse, bleib stehen. Titanitschuppe. Ich will keine Titanitschuppe. Ich hier Gollum.
Ich hab deinen Freund leben lassen, du Pfosten. Und du, wie dankst du es mir? Nicht mal mit dem Bier. Ihr seid ja Leute hier. Du bist wieder lieb? Nee, du bist auch böse. du bist ein Mob? Nee, du bist ein Sack. Das sah aus wie hier so ein... Achso, ich weiß nicht. Ja, ja, Jumpscare. Machen wir den noch? Oh, das ist wieder so ein Blutmacher. Zwei Blutmacher. Oh kacke, ich mach mich nochmal voll. Ey, ich geh erst hier hinten hin. Da liegt noch Loot. Erstmal gucken. Komm ich nicht rein. Team Moped-Männer machen wir gleich. Später morgen. Oh. Das Spiel ist... Oh, ich will... Oh, aufhören, nicht aufhören. Alles schlimm. Alles schlimm. Kann ich da jetzt wirklich runter? Also, ich... Boah, ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja, aber das ist nicht der Work as intended. Eventuell kannst du da rüberspringen und überlebst es eventuell. Aber auch nur eventuell. Und da geht's wo rein? Gucken wir da nochmal ganz kurz rum. Da ist eine Mimik. Brownie, danke für den Auskommen. Gutes Bett, mein Lieber. Poke, poke, poke. Bin mir kaputt. Estus Scherbe. Na, das hat sich ja schon mal gelohnt. So. Monster voraus. Monster. Monster. Wo war ein Monster? Ich habe nur eine Estus Scherbe gesehen. Ich sehe schon wieder Shortcuts. Und ich sehe eine ganze Moped meiner Armee. So, letzter Versuch. Runterhüppen. Schlätzockt. Eventuell geht es oder auch nicht. Da nein. Da nein. Und zwar muss ich, wenn, hier rüber und da runter. Also ich muss relativ... Oh, das könnte aber echt knapp werden. So schnell kann ich gar nicht springen. Das ist zu hoch. Na, ich glaube, das geht nicht. Ich hänge da irgendwo von der unsichtbaren Wand. Oder komm gar nicht so hoch. Oder die Schräge ist nicht schräg genug. Und daneben fallen ist Kacke. Also hier sieht so aus, als ob man könnte, aber geht halt nicht. Hier rüber. Da bin ich schon fast so hoch, würde ich meinen. Ah, oder hier. Aber das ist ohne Fallminderung. Mit Fallminderung wird es wahrscheinlich funktionieren. Ohne ist es ein bisschen hoch. So. Gut, kein RIP incoming. Heute tatsächlich Schicht im Schacht mit Heimkehrknochen, Feuerwehrschrein. Morgen geht's weiter. Entweder in Neulondo, Anno Londo, Neu-Anno Londo oder Anno Londo drumrum. In Kerkern von Tower von Latria.
Nee, Speedrunner habe ich gar nichts mit zu tun, Judge. Da bin ich absolut ungeeignet für. Es sah nur halt so aus. Wie gesagt, den einen oder anderen Glitch kann man ja mal nutzen, wenn man ihn findet. Aber ansonsten, nee, bin ich kein Speedrunner. Das machen andere wie der Proflow zum Beispiel deutlich geiler. Einmal noch die Esso-Scherbe. Abgeben beim Schmischmaschmied. 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 Wo? Da, Schmischmaschmied. Und ich sag schon mal in der Zwischenzeit, wir gucken gleich nochmal beim guten Basti vorbei. Der spielt, der Nick Wright ist das, der spielt Division. Sagen wir einfach mal schönen guten Abend. Und, ich sag Dankeschön. Wel, Festus. Natürlich nicht. Dankeschön fürs Einschalten, wach bleiben.